Huhu, ihr Lieben, da draußen. Ja, hier ist wieder die Andrea aus Andalusien von andreawirk.com. Heute wieder mal mit einem Unboxing. Und zwar von dem Angels and Ancestors Pocket Oracle Deck von Kyle Gray. Und die Kunst ist von Lily Moses. Und das Ganze ist von Hay House. Aber steht jetzt hier gar nicht auf der Box. Ah, hier. Okay. Dieses Deck möchte ich heute auspacken. Und wenn du Bock hast, mich zu begleiten, dann darfst du das gerne tun. Dieses Deck hatte ich schon mal in groß. Habe es dann aber abgegeben. Und es gibt es jetzt mittlerweile auch auf Deutsch. Da heißt es dann, glaube ich, Engel. Und ich weiß jetzt gar nicht, was Angels das übersetzt heißt. Orakel. Das kennen wahrscheinlich auch viele im deutschen Raum jetzt, weil die meisten ja immer nur deutsche Decks kaufen. Und das gibt es jetzt halt eben in der Pocket-Version, genau. Und wenn du Lust hast, mit mir jetzt dieses Deck zu entdecken, auch wenn du es vielleicht schon kennst, dann darfst du mich gerne begleiten. Ich mache das immer so, dass ich ja eine kleine Einleitung mache. Dann gucke ich mir die Box an, dann gucke ich mir das Buch an, dann gucke ich mir das Deck an, dann kommt eine kleine Kartendurchlauf von jeder Karte und meine Meinung sage ich dann auch noch und dann gibt es noch ein Reading, genau. So, das Intro ist eigentlich nicht so interessant, weil ich hatte ja gerade schon erzählt, ich habe das Deck in groß gehabt, das war eins meiner ersten Decks zusammen mit dem Mystical Shaman Tarot, das ich auch in groß hatte auf Englisch. Gibt es ja mittlerweile auch auf Deutsch. Und dann habe ich aber irgendwann beide Decks abgegeben, weil ich andere Decks hatte und nicht mehr mit denen gearbeitet hatte. Aber irgendwie finde sowohl das Mystical Shaman als auch das Angels and Ancestors Deck hat mir eigentlich immer gefallen. Da gab es Karten, die ich sehr geil finde. Zum Beispiel hier ist die She-Wolf drin, die finde ich sehr geil. Und dann dachte ich, naja, jetzt gibt es das wieder in Pocket und ich mag ja kleine Decks. Dann kann ich mir es auch wieder kaufen. Genau, und ich werde mir jetzt noch zwei, drei andere kleine Decks kaufen. Orakel-Decks, die ich in groß habe und die großen dann abgeben, weil einfach klein mit meiner Wohnsituation besser ist und ich mag außerdem klein sowieso lieber bei Decks. Da kann ich auf dem Tisch alles viel besser ausbreiten. Genau, das ist eigentlich nur die Story. Und weil ich eben dieses Deck, das hatte ich mir jetzt ja zuerst bestellt, das ist schon, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob die Zeit gleich rauskam in Pocket, so geil fand, habe ich mir jetzt danach gleich, nach dem Unboxing von dem, habe ich mir dann Masso Menos dann auch das gekauft. Genau, so. Dann gucken wir uns jetzt mal die Box an. Das ist interessanterweise, ich dachte, das kommt auch in einer Tinbox, so wie das hier, was ich eigentlich ziemlich cool finde. Aber diese Box kommt jetzt in einer ganz normalen Box, wie sie Hay House eben hat, die auch so smoothie ist und pappig, ne? Hier zum Eingreifen und zum, also Pappe einfach nur. Genau, so. Und das ist die Innenseite von der Box. Oh, weia, da steht jetzt ein bisschen was. Ihr könnt euch das selber übersetzen. Ich habe heute ein bisschen Kopfschmerzen. Ich kann dann immer ganz schlecht lesen. I set the intention that whatever is gained from the lesson learned from the tool will... Ach, was weiß ich, was hier alles steht. Genau. Und ich habe euch gar nicht hier die Außenseite gezeigt. Und das ist die Rückseite. Genau. Ach so, wir könnten mal kurz mal messen, wie groß die sind. Die Box ist 7,1 oder 7 mal 9,8, würde ich sagen. Also die hat wahrscheinlich auch die gleichen Größen wie die ganzen Rockpool Tarot Decks. Die habe ich jetzt aber nicht hier liegen. Ja, okay, dann machen wir jetzt mit dem kleinen Buch weiter. Das ist das kleine Buch. Das ist die Rückseite. Oh, das habe ich heute habe ich Leseschwierigkeiten dann. Das hat 150 Seiten. Und
wie gesagt, von Hay House. Die Kunst ist von Lily Moses und der eigentliche Autor ist Kyle Gray. Das ist, glaube ich, ein Mann. Und hier steht jetzt nicht, wann es rauskommt. Doch, die erste Ausgabe ist zwar 2018 und 2023 ist jetzt diese kleine Ausgabe rausgekommen. Genau. Wir haben ein Inhaltsverzeichnis, wo dann das Übliche ist, wie man das Deck verwendet, wie das Deck wird erklärt, wie man die Orakelkarten benutzt. Und dann gibt es wohl nochmal Readings und genauso so Legungen. Und dann kommen die einzelnen Karten und die sind aufgeteilt, ah genau, da erinnere ich mich, in die Heiligen, in die ja, Guardians, in die, wie heißt denn das, wenn die und Messenger, also die Führer und die dann haben wir hier noch die Warrior Symbols, also die Kriegersymbole und dann haben wir genau noch vier Karten von den Jahreszeiten, genau. Da erinnere ich mich gerade wieder so. Da haben wir eine Einleitung, wie man das Angels and Angels Oracle Deck benutzt. Und dann wird das Deck auch erklärt. Eben diese einzelnen Abschnitte hier mit den Heiligen, den Guardians heißt nicht Führer, aber ich weiß es jetzt gerade nicht mehr. Den, oh Mann, mein Kopf ist heute echt nicht, naja, eben das, was ich gerade gesagt habe. So. Dann haben wir, ja, da gibt es noch eine Zeremonie und hast du nicht gesehen, ach, was weiß ich. So das Übliche, wie man die Karten auch verstaut. Meine Güte, das ist immer alles viel zu heilig hier. Karten sind Benutzungsobjekte, ist meine Meinung. Da muss man nicht groß, weiß ich nicht, irgendwelchen Trarat drum machen. Hier haben wir noch Legungen. Und dann kommt die Interpretation der Karten. In dem großen Buch, weiß ich noch, hatten wir immer die Karte abgebildet. Und dann kam dieser ganze Kram. Hier hat man keine Karte abgebildet. Also man hat hier die Bezeichnung der Karte. Dann ist auf der Karte immer auch noch ein Keywordsatz. Und das steht hier dann, hold the space. Und dann hat man eine, ja, so eine Art Message, also so eine Botschaft. Und dann wird noch irgendwie über die Druiden erklärt, also in dem Fall über die Druiden, also über das Symbol der Karte wird dann noch eine Erklärung gegeben, sagen wir es mal so. Und dann gibt es noch eine erweiterte Botschaft, was auch immer das bedeutet. Genau, und das haben wir jetzt hier bei jeder Karte. Also es ist nicht sehr übersichtlich, es wäre schöner gewesen, wenn man jetzt zum Beispiel immer, wenn eine neue Karte kommt, dann hier eine neue Seite anfängt. Aber gut, achso, das ist dann wohl alphabetisch auch geordnet, aber immer nur im Zusammenhang von den einzelnen Abschnitten, ne? Wenn wir dann nämlich zu den Warriors kommen, dann fängt es wieder von vorne an mit dem Alphabet. Das ist etwas blöd gemacht. Nee, sorry Leute. Das wird dann immer angezeigt, wenn man dann in eine neue Sektion kommt und da fängt es dann wieder alphabetisch an. Also man kann auch so durchblättern und gucken. Ne? Eigentlich kann man es ganz gut finden, denke ich mal. Also das große Buch, wie gesagt, hatte dann immer, es war übersichtlicher gestaltet. Man hatte dann immer, glaube ich, die Karte relativ klein zwar auch. Dann hatte man hier, dann war immer alles auf zwei Seiten, glaube ich. Und das war halt übersichtlicher. Genau. Oder ist übersichtlicher. Das Deck gibt es ja noch, aber eben nicht mehr bei mir. Das ist also das kleine Büchlein. So, jetzt kommen wir zu den Karten. Ich hoffe nicht, dass das wieder hier zu eng geschnürt ist und dann wieder eine Delle in der Karte ist. Hoffen wir, dass das nicht so ist. Nein, scheinbar sind die Karten in Ordnung. Okay, das ist die Rückseite von der Karte. Die ist, glaube ich, identisch von dem Original, meine ich, erinnere ich mich. Cardstock ist smoothig, fest, nicht so ganz flexibel. Auch wie die Originalkarte, würde ich sagen. Aber ich glaube, die Originalkarte war auch hier
also die größere Karte ist auch hier etwas dicker, genauso wie bei dem Shaman Oracle. Größe ist 6,4, würde ich sagen. Nee, 6,3 mal 8,9. Jetzt weiß ich gar nicht, sind die auch so? Könnte man jetzt mal gucken. Ich glaube, die sind ein Tick größer, oder? Nee, die sind genauso groß. Also ist das so die Standardgröße von Hay House von den kleinen Decks? Die haben ja bei den großen Decks eigentlich auch eine Standardgröße. Jetzt habe ich kein großes Deck hier, um einen Vergleich zu machen. Aber ich habe ein Standard-Tarot-Deck hier, wo man dann einfach auch nochmal vergleichen kann. Das ist also der Größenunterschied. Ich finde die Größe total genial. Weil vielleicht haben ja einige das Lightseers in klein. Da kann man auch noch mal gucken. Hat die gleiche Höhe, aber ist ein Tick breiter. Und das gilt auch für die Decks von der Kim Kranz. Und zwar das Wild Unknown Tarot Deck Pocket und das Wild Unknown Spirit Animal Pocket Deck. Die haben auch die Größe. Also falls einer von euch die Decks hat. So, lange Rede, kurzer Sinn. Drehen wir das Ganze mal um. Und die Karte ist so aufgebaut, dass hier einfach das Bild ist. Und hier unten steht dann in diesem goldenen Ding die Bezeichnung von dem Menschen auf der Karte. Und eben nochmal so ein Keyword-Satz, mit dem man eigentlich schon ziemlich viel anfangen kann. Ich glaube, ich muss die mal so machen, weil die könnten kleben. Die sind auch super smoothig. Sehr geiler Cardstock. Aber dieser Cardstock klebt eben auch. So, wir haben hier den Druiden. Haltet den Raum. Was ich übersetzen kann, übersetze ich. Die Mutter, die Erdenmutter. Fühl dich geliebt und ja. Dann haben wir den Alten. Heile durch die Lineage. Ach, ich übersetze jetzt nicht. Den großen Lehrer. Den, sorry Leute, Eremit. Den Hohepriester. Die Hohepriesterin. Interessant. Dann haben wir den Jäger. Den Ritter. Die Lady. Den Lord. Die Medizinmutter. Medizinmutter. Orakel. Das Orakel. Der Friedenskeeper. Ach, ich komm nicht aufs Wort. Egal, Peacekeeper. Ich sag's jetzt einfach auf Englisch. Der Weise. Der Seher oder die Seherin. Der Schamane. Der Shaolin-Meister. Der Shapeshifter. Da ist die She-Wolf. Ich finde die Karte so geil. Die She-Wolf. Ich hatte ja in meinem Video 2024 Energien, Jahresenergien von dem inneren wilden Tier geredet. Und das ist für mich eben auch die Unleash the Wild Within. Also
lass das Wilde in dir sozusagen frei. Na, wie geil. Ja, dann haben wir den, die Schildmaiden, das Schildmädchen, den Himmelsvater, es ist manchmal unscharf, den Geisterfuchs, den Sternen, Anschiss, da ich, Leute, mein Kopf, den Sternengucker, Trader, der Verkäufer, nee, Verkäufer ist auch falsch. Es gibt noch ein anderes Wort für Trader. Reisender, Krieger. Eigentlich sind das hier alles so Archetypen, würde ich fast sagen. Die Weise oder der Weise. Hexe. Luftguardian. Guardian ist eigentlich sowas wie Beschützer, glaube ich. Der Tierguardian, Tierbeschützer. Der Direction Guardian, Direktion. Ich weiß nicht, wie man das jetzt wieder übersetzt. Aber vielleicht hat ja einer das deutsche Deck, dann weiß er es. Der Erdhüter, Hüter heißt das, glaube ich. Nee, Hüter heißt Keeper. Beschützer, keine Ahnung. Feuerbeschützer. Und dann gibt es noch den Engelbeschützer sozusagen, oder? Und dann gibt es noch das Herz, Guardian. War ja, was es für alles für Guardians gibt. Den Magie-Guardian. Den Medizin-Guardian. Den Spiegel-Guardian. Den Protection. Schutz. Guardian und den Wasser Guardian. Hüter heißt das, glaube ich. Hüter oder Beschützer, ich weiß es gerade nicht. Vielleicht doch beides oder sowas dazwischen. Dann haben wir diese kriegerischen Geschichten. Das ist der Pfeil. Der gebrochene Pfeil. Die Trommel. Der Adler, der Mond, der Berg, die Schlange, der Hirsch und die Sonne. Dann haben wir jetzt zum Schluss noch die Jahreszeiten. Und zwar den Herbst mit dem Raben, den Frühling mit dem Hasen, den Sommer mit der Biene und den Winter mit dem Wolf. Und gerade die letzten Karten, die finde ich in dem Deck total schön, weil die so erdig sind. Auch hier die Symbole, einfach diese Kriegssymbole. Was ich in dem Deck, wo ich mit nicht so zurechtkam, waren diese ganzen Guardians, also sozusagen die Engel. Das weiß ich noch, weil ich habe es nicht so mit Engeln, aber die sagen hier Gott sei Dank Guardian, also eben Beschützer bzw. Hüter. Und ja, also das Deck
gefällt mir, also ich finde diese klaren Bilder total schön bei dem Deck. Ja, das ist, das hat mir immer sehr gefallen und das ist, kommt auch in diesem kleinen Deck super gut rüber. Also dieses Pocket Deck ist da sehr geeignet auch für diese Art von Bildern, ja, weil die einfach so deutlich sind. Die sind sehr deutlich, ja. Das finde ich eigentlich total schön an diesem Deck. Und auch diese Keyword-Sätze, weil da kann man schon was rausholen, ohne dass man groß ins Buch gucken muss. Und anders wie jetzt bei dem Mystical Shaman, da sind die Karten, da ist diese Illustration sehr, sehr, sehr verwaschen irgendwie. Das ist dann teilweise, Moment, mein Time Master. Das ist dann teilweise nicht so ganz einfach in den kleinen Karten dann alles zu erkennen. Aber ja, und deswegen mag ich eigentlich dieses Deck auch sehr. Mir ist gerade aufgefallen, dass die Karten hier smoothiger sind. Oder die kleben zumindest noch ein bisschen mehr. Aber vielleicht, ich meine, das habe ich ja jetzt auch schon ein paar Mal verwendet. Irgendwie sind die mehr, merkt man so richtig, wenn ich, ja, das geht hier viel easier, die einfach mal so zu machen, als jetzt hier bei denen. Aber vielleicht ist das, das geht gar nicht. Vielleicht ändert sich das noch. Aber ich kann mich erinnern, dass also das große Deck ist auch sehr, sehr, sehr super smoothig. Ja, also, wie gesagt, hier sind viele Karten, die ich sehr geil finde. Und ich mag die Illustration auch sehr. Genau. Okay. Das war eigentlich schon mein Feedback. Und die Größe mag ich auch. So, jetzt haben wir natürlich ein Thema mit dem Mischen wahrscheinlich, weil das wieder so klein ist und dann, na, es geht. Geht sogar. Das müssen wir jetzt auch machen, damit die nicht so neben so fett aneinander kleben. Und ja, also ich mag die beiden Decks. Ich mag teilweise sogar das, also es kommt drauf an, jedes Deck von diesen beiden Decks hat für mich Karten, mit denen ich nicht so kann und auch wieder Karten, die ich total geil finde. Und ich habe beide sehr gemocht, aber irgendwann habe ich die eben nicht mehr verwendet. Und da ich ja andauernd neue Decks hatte und die alle immer so groß sind, habe ich die abgegeben. So, jetzt habe ich sie wieder, sind sie klein. Ich freue mich schon auf das Wild Anna und Archetypen Deck. Das habe ich ja in groß und das soll es jetzt auch in klein geben. Das habe ich jetzt vorbestellt, kommt aber glaube ich frühestens im Frühling oder Frühsommer raus, wenn es überhaupt funktioniert. Da hat ja Amazon immer so sein Thema mit. Und dann wird das große auch abgegeben. Weil ich finde diese kleinen Decks eigentlich ziemlich cool. Also Hey House sollte eigentlich alle Decks auch in klein machen, finde ich. Also es geht so mit dem Mischen. Mit dem Mischen ist es immer noch schwierig, es klebt immer noch ein bisschen, aber die liegen super genial in der Hand, Leute. Sehr, sehr, sehr geile. Und ich würde sagen, dann machen wir jetzt einfach mal ein Reading. Wir machen das wieder so, wie ich das jetzt in letzter Zeit immer bei Orakelkarten mache, dass ich drei Karten ziehe. Und das ist dann sozusagen Stapel 1, Karte 1, Karte 2, Karte 3. Und du kannst dir eine von den Karten aussuchen. Und dann, hier haben wir gerade ein bisschen Verkehrschaos, habe ich den Eindruck. Ich hoffe, man versteht mich. Weil hier ein Lastwagen hochfährt und nicht so viel Platz auf dem kleinen, engen Weg. So, also ich lege wieder drei Karten aus. Du darfst dir dann eine von den drei aussuchen. Und ich verlinke das auch unten in den Timesteps. Ich glaube, ich hatte ganz vergessen zu sagen, dass ich die mache. Und auch die einzelnen Karten, ne, da kannst du dann direkt hin switchen. Kannst aber auch alle anhören, wenn du magst. So, was dürfen wir denn jetzt wissen, liebes Deck? Was möchte uns das Angels-Star-Orakel-Deck denn jetzt bitte sagen? Und zum Schluss mache ich dann wieder so eine gesamte Legung, eine kollektive Legung von allen drei Karten, wenn ich Bock habe. Ich weiß es noch nicht. So, jetzt haben wir hier drei Karten und du darfst jetzt bitte eine aussuchen. 1, 2 oder 3.
Okay, dann fangen wir mit der 1 an. Was darfst du jetzt wissen? Wir haben den Warrior, den Krieger. Sei angstfrei und stehe stark da. Das erinnert mich an die 9 der Stäbe so ein bisschen. Ich gucke jetzt mal, ob ich... Ich glaube, die. Ja, das war bei diesen Messengers. Ich habe mir immer bei diesen Messengers, habe ich mir immer nur den ersten Satz rausgesucht. Das weiß ich noch. Und das war der hier. Also diese erste Message. Don't back down. Make your opinions heard. Don't settle for second best. Oh, das verstehe ich jetzt irgendwie gar nicht. Also manchmal verstehe ich Englisch überhaupt nicht, diese englischen Sachen. Manchmal verstehe ich die total gut. Ich weiß nicht, ob es verschiedene Arten von Wörtern gibt oder was auch immer. Also die Message ist eigentlich, du sollst deinen Mann oder deine Frau stehen, du sollst stark bleiben und du sollst auch deine Meinung äußern und darauf achten, dass deine Meinung oder das, was du tust, auch gesehen wird oder auch verstanden wird. Also du sollst dich nicht anpassen, sondern du sollst das leben, was du bist, was du in dem Moment glaubst, was richtig ist, egal ob es um eine Meinung geht oder um eine Sache, und solltest auch keine Angst haben. Und diese Energie von dem Warrior, die kannst du dir gerne mitnehmen, weil die gibt dir vielleicht eben diese Angstlosigkeit und diese Stärke, dass du zu dem stehen kannst, was du jetzt gerade vielleicht sagen möchtest oder umsetzen möchtest oder was auch immer, ja. Also du sollst wirklich deinen Stand stehen zu dem Thema, zu dem Bereich, das du jetzt reingegeben hast, und dich nicht anpassen, sondern das Leben, was du weißt, was für dich richtig ist und vielleicht eben auch für deine Umgebung. Es kann ja auch für die Umgebung sein, aber in der Regel ist es immer wichtig zu gucken, dass es einem in erster Linie erstmal selbst gut geht. Und dann kann man sich auf die anderen stützen, auf die anderen, ja, die gucken, wie es den anderen geht. Und das sagt eigentlich diese Warrior-Karte. Und du kannst die Energie des Warriors jetzt einfach, des Kriegers einfach mitnehmen. Und es muss kein aggressiver Krieger sein, es kann ein friedlicher Krieger sein. Es geht einfach nur darum, dass du deinen Stand stehst, ja? Wir haben hier, das habe ich jetzt gar nicht gesagt, in der zweiten. Vielleicht schneide ich das kurz raus. Okay, jetzt zum zweiten. Wir haben hier den Great Teacher. Du bist ein großer Lehrer. Jeder von uns ist eigentlich ein Lehrer, weil jeder von uns Erfahrungen gemacht hat. Und wenn man mit diesen Erfahrungen hier steht aber mehr, man soll von den spirituellen Erfahrungen lernen. Da gucken wir jetzt auch mal in das Buch. Wir können jetzt gleich mal, man kann es eigentlich ganz gut finden. Know that what is happening around you in divinely inspired. Learn from your current experiences, then share them with others. Ja, also ist eigentlich das, was ich gesagt habe. Wir alle machen ja Erfahrungen, weil hier steht eben noch spiritual. Wir alle machen ja Erfahrungen, sei es, dass es spirituelle Erfahrungen sind oder eben auch Mensch-Erfahrungen. Und wir sollen einfach diese Erfahrungen auch wertschätzen, egal ob es für uns gefühlt destruktive Erfahrungen sind oder konstruktive Erfahrungen, weil aus jeder Erfahrung kann man lernen und jede Erfahrung kann man auch teilen, damit jemand anderes vielleicht auch daraus lernen kann. Und das ist eigentlich der große Lehrer, weil wir sind alle Schüler und Lehrer eigentlich in uns drin. Und wenn wir bewusst mit unseren Erfahrungen umgehen, können wir anderen eben auch, andere Menschen auch unterstützen, durch unsere Erfahrungen, indem wir sie eben weitergeben. Ja? So, und dann haben wir hier den Guardian Angel. Kommt wieder eine Engelkarte. Ich habe es nicht so mit Engeln. You are not alone. Ah, du bist nicht alleine. Die Karte finde ich aber unheimlich schön. Ich glaube, die gab es gar nicht. Haben die geändert? Ich
kann mich gar nicht an die Karte erinnern. Okay, jetzt müssen wir zu den Guardians gehen. Ich glaube, da haben wir es doch schon. Ich habe es gleich gefunden. Watch for signs and remember from your angels and loved ones that they are close by. Remember, they are working hard to guide you. Also, wir sollen im Prinzip auf unsere Spirits, nenne ich es jetzt einfach mal, achten. Wir sollen auf Zeichen achten von unseren Spirits, was eben auch Engel sein können. Und diese Zeichen sagen uns eigentlich, dass wir nicht alleine sind. Wenn es darum geht, dass wir irgendeine, ja, dass es uns eben vielleicht gerade nicht gut geht oder so. Ich habe ja eigentlich eine ganz andere Auffassung vom Leben. Für mich ist es ja eigentlich eher so, dass wir selbst die Spirits sind. Aber jeder spielt ja ein anderes Spiel. Und wenn jemand das Spiel spielt, dass er an Spirits glaubt und an Engel, dann ist diese Karte natürlich auch für ihn. Und dann heißt es, du bist nicht alleine. Und du sollst eben auf Zeichen achten, damit du weißt, dass du nicht alleine bist. Ja? So. Kann man jetzt hier eine Reihe lesen? Das ist für mich jetzt ganz schwierig. Also doch schon, weil ich nehme ja immer, also wenn ich das jetzt als Ganzes lese und als Kollektiv, für das Kollektiv, dann ist das ja die wichtigste Karte für mich. Die Mitte ist immer die wichtigste. Da haben wir diesen großen Teacher. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir lernen, dass Erfahrungen machen kein nicht schlimm ist, sondern dass Erfahrungen machen tatsächlich ein Lernweg ist. Ja, und dass wir auch unser eigener Lehrer sind. Dadurch, dass wir auch durch unsere Erfahrungen lernen. Und das macht uns letztendlich auch immer stärker. Erfahrungen, gerade auch die Erfahrungen, die wir eher als negativ beurteilen, gerade diese Erfahrungen machen einen ja stärker, wenn man damit bewusst umgeht. Und wenn wir bewusst mit unseren Erfahrungen umgehen und daraus lernen und uns selbst als Lehrer sehen, und dann können wir auch in diese kraftvolle Haltung eines Kriegers kommen, weil wir wissen, wir sind stark, wir können mit allem umgehen und wir wissen und wir haben eben aus unseren Erfahrungen gelernt. Und dadurch können wir dann auch durch dieses Lernen werden wir immer kraftvoller. Und dadurch können wir eben auch, haben wir weniger Angst vor neuen Situationen oder vor bestimmten Situationen und können auch zu uns stehen. Ja. Und im Endeffekt sind wir dann selber eigentlich, das ist ja so meine Philosophie vom Leben, im Endeffekt sind wir dann selber diejenigen, die uns selbst beschützen. Also wir beschützen uns eigentlich selbst, aber natürlich gibt es auch, wer daran glaubt, das möchte ich demjenigen nicht nehmen. Also wir dürfen eben auch nicht vergessen in diesem ganzen Zusammenhang, dass wir nicht alleine sind und immer geführt und immer beschützt sind. Und wir sollten immer auf Zeichen achten, auch wenn wir aus unseren Erfahrungen lernen und immer kraftvoller werden, ist es trotzdem auch wichtig, sich immer wieder bewusst zu machen, dass wir nicht alleine sind und dass wir, ja, und eben auf die Zeichen zu achten. Das macht einen dann, gibt einem dann vielleicht noch mehr Selbstvertrauen und noch mehr Standhaftigkeit, ja. Und für die, die nicht an sowas glauben, würde ich jetzt meine Philosophie einfach sagen, wenn wir in diesem Modus sind, aus unseren Erfahrungen zu lernen und eben in diese Kraft eines Kriegers kommen, eines friedlichen Kriegers, dann wissen wir, dass wir von uns selbst geführt sind und dass wir uns selbst eigentlich auch unser eigener Führer sind, ja, und dass wir nicht allein sind, weil wir uns selbst haben. Das ist so meine Philosophie vom Leben. Aber du kannst das jetzt für dich selber lesen, wie du magst. Ich finde die Karte total schön. Die gefällt mir total gut. Ja, vielleicht, weil wir hier die Sonne und den Mond haben. Spannend. Die ist mir noch nie aufgefallen. Ich glaube, in dem alten Deck, ich muss mir mal das
Unboxing angucken von dem großen Deck, ob es die Karte überhaupt gibt oder haben die vielleicht geändert. Vielleicht weiß das auch einer, vielleicht hat ja jemand das Deck und kann mir was dazu sagen im Kommentar. Okay, das ist also dieses Reading. Ihr seht schon, ich habe mit diesen Engelgedingse und diesem Spirit-Gedingse mein Thema, weil ich eben einen anderen Glauben habe. Aber wie gesagt, ich nehme es keinem weg, wer daran glaubt. Der darf das auch glauben. Ja, okay. Ja, das ist dieses kleine Mini-Deck. Ich bin schon wieder mal sehr begeistert von diesen. Ach ja, ich liebe ja Mini-Decks. Und wie immer ist es so, dass du natürlich gerne einen Kommentar abgeben darfst zu den einzelnen, ja, zum Deck. Oder vielleicht hast du ja das Deutsche in groß und kannst mir nochmal was dazu sagen, zum Beispiel, ob die Karte genauso ist. Und vielleicht würdest du die Karten auch anders lesen, die ich jetzt gelesen habe, darfst du gerne auch kommentieren. Du darfst gerne liken, wenn du magst. Also das Video, jetzt nicht das Deck. Und du darfst mir gerne Fragen stellen zu den Decks, wie man, ja, zu den Decks im Allgemeinen, zu diesem Deck. Du darfst mich gerne kontaktieren, wenn du zum Beispiel ein Mentoring haben möchtest bezüglich Kartenlesen, wie man das am besten macht. Du darfst mich auch anfragen bezüglich einem Lebensmentoring sozusagen zu deinem Leben. Du darfst mich auch anfragen gerne, wenn du ich habe heute einen Blackout nach dem anderen. Ein Kartenreading von mir haben möchtest oder ein astrologisches Reading oder beides. Meine Telefonnummer ist auf meiner Webseite und die heißt andreawirk.com. Da sind auch meine ganzen Messenger-Apps angegeben, also WhatsApp, Telegram, Signal, Streamer, und du darfst mich dann über eine von diesen Apps kontaktieren. Bitte nicht anrufen, sondern anschreiben oder auch ansprechen in Form von Sprachnachricht, ja? Okay, ich danke dir fürs Mitmachen. Ich wünsche dir alles, 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 alles Liebe. Tschüss.